Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gesundheitsminister Hermann Gröhe hat jetzt endlich angekündigt, wir haben es jetzt mehrfach gehört, die Pille danach aus der Rezeptpflicht zu entlassen. Eigentlich eine gute Nachricht für die Frauen in diesem Land, aber ich finde, es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Denn die Entscheidung war keine freiwillige. Die EU-Kommission musste den Minister erst zur Vernunft zwingen. Und sie hat klar entschieden, die Pille danach mit dem Wirkstoff Uliprestal Acetat europaweit ohne Verschreibung freizugeben. Ohne das wäre nach meiner Ansicht nichts passiert. Das mag sein, aber es wäre nichts passiert, auch Sie hätten daran nicht viel geändert. Dass er jetzt aber auch den zweiten, weitaus geprüfteren Wirkstoff Levonorgestrel aus der Verschreibungspflicht entlassen will, ist mehr als folgerichtig. Und das war seit langem unsere grüne Forderung. Für dieses unnötige Geziehe und Gezerre kann Minister Gröhe von uns keinen Applaus erwarten. Die Aufhebung der Rezeptpflicht war längst überfällig. Sie von der Union haben mehr als 10 Jahre verhindert, dass das kam. Erst zu rot-grünen Zeiten durch Ihre Blockade im Bundesrat und in den letzten Jahren als Regierungsfraktion. Und Sie blieben bei dem Kurs und auch Sie ignorierten den ausdrücklichen Rat der zuständigen Behörden. Und warum? Dafür gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe. Zum einen waren Sie von der Union aus ideologischen Gründen, die Pille danach freizugeben. Mir scheint, Sie haben auch nach wie vor ein Problem damit, die reproduktiven Freiheiten von Frauen ohne Wenn und Aber zu stärken. Zum anderen, und das finde ich genauso fatal finde ich, Sie haben sich dem Druck der Ärztelobby gebeugt, denn die Gynäkologen haben kein Interesse daran, dass die Pille danach direkt in Apotheken verkauft wird. Sie wollen, dass die Frauen in ihre Praxis kommen, dass sie Rezepte verschreiben können, damit verdienen sie ihr Geld. Und ich muss das hier mal anmerken. Ich habe mir die Debatte vom letzten Mal noch mal sehr genau angesehen. Es war wirklich schwer erträglich, wie Sie von der Union sich ausschließlich für die Interessen der Ärzteschaft stark gemacht haben. Sie haben das Selbstbestimmungsrecht der Frauen diesem untergeordnet. Und nur hat der Minister erfreulicherweise die Seite gewechselt. Und Sie müssen jetzt zusehen, wie Sie auf die neue Linie kommen. Und Sie, Kollegin Mark, Sie haben es heute schon ganz gut unter Beweis gestellt. Aber ich finde auch, der Minister hätte die Urteile der Expertinnen und Experten von vornherein ernst nehmen müssen. Der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht sprach sich wiederholt für die Rezeptfreiheit aus. Und Sie hielten oder er hielt viel zu lange daran fest, und zwar gegen die Vernunft und auch gegen Lösungen für Frauen in Notsituationen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich betone noch mal ausdrücklich, bei einer Verhütungspanne oder gar nach einer Vergewaltigung zählt für die Frau jede Stunde, vor allem am Wochenende. Ich bin davon überzeugt, dass Frauen verantwortungsvoll mit dem Präparat umgehen. Es wäre gut, wenn Sie von der Union das endlich auch so sehen. Und es geht darum, jetzt, dass junge Frauen die Möglichkeit erhalten, wie bisher auch, die Pille danach kostenfrei bzw. gegen Zuzahlung zu bekommen. Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir das Sozialgesetzbuch 5 ändern, damit junge Frauen entscheiden können, Pille danach entweder kostenlos mit ärztlicher Verschreibung oder selbst zahlen direkt in der Apotheke. Das nenne ich. Ja, jetzt machen Sie es. Jetzt machen Sie es. Aber unser Gesetzentwurf, da waren wir nun ein bisschen eher da. Und das machen wir zum Zwecke der Selbstbestimmtheit und der echten Wahlfreiheit von jungen Frauen. Und weiterhin setzen auch wir auf die qualifizierte Beratung, die gut ausgebildeten Apothekerinnen und Apotheker geben können. Das wollen wir stärken. Und wir wollen Entscheidungshilfen im Internet anbieten. Wir wollen den Frauen ermöglichen, eine informierte Entscheidung zu treffen. Ich meine, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eigentlich ganz einfach. Sie haben jetzt einen Vorschlag vorgelegt. Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt. Sie können dem eigentlich auch zustimmen. Wir sind dann gemeinsam auf einer Zielgeraden. Aber für die Frauen ist das auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Vielen Dank. Ich schließe